Alle Freunde, Peace. Willkommen in Dunkelsdeutschland. Hell und Dunkeldeutschland war gestern. Wir leben alle in Dunkelsdeutschland. Wie komme ich da drauf? Ja, Kills Morn hat gestern, noch was vorgestern, ein Video aus der, von der Demo in Blüchel gemacht. Livestream auf YouTube. Tja, kam die Polizei, hat ihn aufgefordert, nicht nur sein Video abzubrechen, nein, sie hat von ihm gefordert, das Video zu löschen, was auf YouTube lag, und haben ihm verboten, auch was noch aus der Gegend weiterzufilmen. Wenn sie sein Handy nochmal sehen, es ist weg, war die Drohung. Dann frage ich mich natürlich, wie kommen die dazu? Erstens stellt sich die Frage, Blüchel, ist es etwa doch nicht deutscher Boden? Weil es wurde auch noch mit Militärpolizei gedroht. Hallo? Wo sind wir hier? Wer ist der Herr am Haus? Hm? Na, kommt ihr drauf? Aber es geht ja noch weiter. Olaf Müller hat heute einen Livestream gemacht, der sich primär um das Thema Rammstein drehte. Ja. Paula Piquet drin, einige Aktivisten aus Rammstein waren live in dem Stream. Ein Bernd, ich weiß nicht, wie er sonst heißt. Restlichen Namen kenne ich leider nicht. Dann gab es noch, ja, mich. Der Livestream ging über mehrere Stunden. Gefühlt, ich weiß nicht, ich habe nicht gestoppt. Und ja, als er dann zu Ende war, wurde er gespeichert. Und was ist davon zu sehen? Eine Minute. Eine Minute ist in Facebook übrig geblieben auf dem PC. Und auf einem meiner Handys sind komischerweise 4 Minuten 15. Ansonsten, da wo es um wirkliche Themen ging, ist alles rausgeschnitten, fehlt. Komisch, gell? Tja. Dann noch heute wieder Spaß gehabt mit meinen Handys. Vor zwei Tagen zurückgesetzt, geht schon wieder alles los. Wird heiß beim Telefonieren. Kann nicht mehr in Facebook arbeiten. Das Ding hängt bei der Texteingabe richtig minutenlang. Und es ist Note 4, das hat also genug Power, um normal zu arbeiten. Ich sag nur noch Dunkelsdeutschland. Das ist ein anderer Begriff. Sehe ich für diese ganzen Geschichten nicht mehr. Die ganze Zensur, die wir hier haben, die neuen Richtlinien auf YouTube, wo letztendlich gesagt wird, jegliche Systemkritik ist verboten. Hm? Was ist das? Meinungsfaschismus! Und so andere Strukturen, die sich bilden. Schlägertruppen, die auf der staatlichen Seite offensichtlich agieren. Den staatlichen Willen durchsetzen. Ich muss jetzt keine Namen nennen, oder? Ihr wisst, wen ich meine. Na, nicht, wisst nicht, wen ich meine? Na, wer läuft denn immer schwarz vermummt rum? Hm? Vor 20 Jahren hieß es immer der schwarze Block. Damit waren dann immer irgendwelche Radikalen gemeint. Und offensichtlich kleidet man sich heute gerne wieder so. Schöne Kapuze. Ja, Zensur, Faktencheck, das ist ja das neueste Ding, Faktencheck von Soros. Soros lässt über die Firma Korrektiv die sogenannten Fakten checken. Ich weiß nicht, ob unseren Politikern dieser Begriff rechtlich-demokratische Grundordnung noch irgendetwas sagt. Oder ob sie alle einen gepflegten Haufen draufsetzen. Weil der große George ein paar Wünsche geäußert hat. Der ja auch in Deutschland herzlich willkommen ist und irgendwo in Berlin sein Büro aufgeschlagen hat. Irgendwo plötzlich mal Platz wird gemunkelt. Aber genaueres weiß keiner. Naja, Merkel. Wir können ja Merkel fragen, wie es bestimmt von dem Büro ist. Ja. Ich sag nur noch Dunkelsdeutschland.
Seit wenn im Migrationspakt drinsteht, dass kritische Stimmen zum Schweigen gebracht werden müssen, dann wissen wir eigentlich, sollte eigentlich jeder langsam begreifen, wo er hier aufgewacht ist. Kennt ihr den alten Spruch? Wer in der Demokratie schläft, muss sich nicht wundern, wenn er eines Tages in der Diktatur aufwacht. Ich glaube, da stehen wir jetzt. Noch ziemlich am Anfang. Aber totalitäre Züge, die sind komplett vorhanden. Wenn ihr mich fragt, es gibt verdammt viele Parallelen Richtung NS-Zeit. Okay, wir müssen noch keinen Stern tragen. Aber was nicht ist, kann dann noch kommen. Peace, Freunde.